Mein Name ist Angelika Simmet. Ich war in meinem aktiven Berufsleben 40 Jahre im Sozialreferat der Stadt München. Und meine ersten Erfahrungen habe ich im Hasenbergl Nord, im Team der Gemeinwesenarbeit in der Wintersteinstraße gemacht. Es war für uns, die wir soziale Arbeit studiert haben, ganz wichtig, im Hasenbergl zu sein, das Hasenbergl zu kennen. Es wurde ja bundesweit darüber geschrieben, über die gesamte Siedlung. Und wir mussten einfach Erfahrungen, die wir in der Theorie auch untermauert haben, hier im Hasenbergl machen. Wir waren eine Gruppe von 6 Studierenden. Es waren 4 Frauen, 2 Männer. Und wir haben dort in dem Team der Gemeinwesenarbeit die ersten Erfahrungen gemacht mit Projekten, mit Administration und auch damit, wie so eine Vernetzungsstruktur in einem Stadtviertel funktioniert. Wir hatten für Projekt einige Ideen und sind an der Idee der Schaffung eines Abenteuerspielplatzes hängen geblieben. Wir wussten, es waren damals ungefähr 3000 Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Bereich, davon 40% Kinder und Jugendliche. Und wir dachten, also für diese Kinder und Jugendlichen ist es besonders wichtig, kreative und fantasievolle Spielmöglichkeiten vor Ort zu haben. Diese Idee wurde dann dem Team der Gemeinwesenarbeit mal vorgetragen und dieses Team war nicht so begeistert, weil sie wussten, sie müssten diese Idee ja weitertragen, wenn wir nach 2 Semestern wieder aus dem Viertel zurückgehen in die Hochschule. Wir wurden dann überzeugt, dass es vielleicht besser ist, mit den bestehenden Möglichkeiten eine Optimierung vorzunehmen, also mehr Geräte, bessere Geräte auf die Spielplätze, die vorhanden sind, dort aufstellen zu lassen bzw. sich dafür einzusetzen. Wir haben das dann versucht und haben die Erfahrung gemacht, dass die Verhandlungen mit den entsprechenden städtischen Dienststellen enorm schwierig waren. Vor allen Dingen wurde natürlich eine Gruppe von Studierenden nicht in dieser Weise ernst genommen wie eine Institution der sozialen Arbeit im Hasenbergl. Wir haben dann über das Team der Gemeinwesenarbeit auch die Presse informieren können. Wir haben gelernt, einen Pressebericht zu machen, der auch angenommen wurde. Wir haben gelernt, wie es ist, an einen Oberbürgermeister und Bürgermeister Briefe zu schreiben. Und diese Aktionen haben dann zu Erfolgen geführt, dass schon einiges sich bewegt hat, dass auch Spielgeräte, die bereits abgebaut waren, wieder aufgebaut wurden. Das war dann schon in gewisser Weise etwas, wo wir gesagt haben, gut, man kann einmal was bewegen. Es war nicht so groß, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Was ich mitgenommen habe dann für meine spätere Tätigkeit im Sozialreferat war, dass die Sozialarbeit unbedingt Bündnispartnerinnen und Partner außen braucht und die Möglichkeiten, die eine Organisation, ein Sozialreferat in dem Fall, bietet, da in Verbindung bringen muss. Und in meiner späteren Tätigkeit bis hin zur Stadtdirektorin ist mir das eigentlich immer geblieben, dass man hier eine gewisse Transformationsarbeit zu leisten hat. Ich war dann 1985 in der Lage, im Rahmen der Selbsthilfeförderung ein Projekt zu fördern, das hier in diesem Projekt Zeitkapsel vom Herrn Trumm vorgestellt wird, vom urbanen Wohnen, Bewohnergärten statt Abstandsgrün, beziehungsweise in dem Fall Bewohnergärten Hasenbergl Nord, 3 Jahre zu unterstützen, mit Einverständnis des Stadtrates natürlich. Und ich glaube, es war eine sehr positive Sache, wo ich gemerkt habe, jetzt kann ich tatsächlich was tun, aus einer gewissen Position heraus, die natürlich auch mit Geld und Unterstützung für die Bewohnerinnen und Bewohner verbunden war. Auch dieses Projekt Bewohnergärten Hasenbergl Nord hat dazu beigetragen, dass das Hasenbergl heute ein sehr lebens- und liebenswerter Stadtteil geworden ist.